So, einmal Klappe für den Ton. Darfst auch mal, ja. Das war jetzt die Klappe und jetzt geht's los. Okay, Leute, es ist wirklich so, ich fahre jetzt den BMW X6M mit euch zusammen. Der Grund dafür ist ganz einfach, ich habe so ein Video gemacht im Miramas für BMW. Dann habe ich in Hockenheim im DTM-Finale habe ich das Teil enthüllt vor Publikum, vor den DTM-Fans. Und jetzt darf ich tatsächlich sehr, sehr früh den X6M alleine fahren. Und wir sind jetzt bei der BMW M GmbH. Oh, servus, du bist! Ja, servus, Matthias! Tachchen, hi! Ich bin wieder hier. Grüß dich! Ich habe einen Termin mit dem Chefhammer, mit dem Herrn Flasch. Mit dem Herrn Flasch, das sagt man Herrn Flasch doch gleich Bescheid. Ja, genau. Das ist der CEO von der M GmbH, Leute. Markus. Servus, Markus der Meister. Hi. Schön, dich zu sehen. Logisch. Hey, wo ist das Auto? Sag jetzt endlich. Ja, okay, gehen wir mal in die Richtung. Wir gehen jetzt ins M-Studio. M-Studio. Was wo wir ist das? Speziellen Kunden betreuen. Was speziellere wie dich, da wo wir teilweise auch ausliefern und Individualbetreuung machen. Ja. Kundenberatung. Also ganz speziell ist das einfach, wenn ich ein M kaufe, bin ich dann schon ein spezieller? Also ich bin da reden wir von Leuten, die sich wirklich ihr Auto maßgeschneidert bauen lassen. Okay. Individualisieren und so weiter. Ja. Und die werden dann im Studio beraten und dann machen wir dann auch die Auslieferung. So, jetzt, was weiß ich vom letzten Mal noch, ne? Was darf ich jetzt hier nicht zeigen? Ja, eigentlich darfst du die Kamera nicht auf camouflagte Autos legen, weil aber die da sind doch GFX herum und so, da sollte man eigentlich nicht so genau hinschauen. Aber das sind, aber ich sind doch camouflagte. Wenn du kurz drüber fährst, dann schaue ich weg. Also Leute, einmal, ne? Was ist das denn? Also das nenne ich mal eine Garageneinfahrt hier. Nicht schlecht, ja? Mega. Ja. Richtig gut. So, Property of M-Town Authority. Drumherum. Was ist das für eine Farbe? Wir haben jetzt hier Saphir-Schwarz-Metallic. Saphir-Schwarz-Metallic. Boah, Leute. Das Auto ist innen Saki-Orange. Also, zeig mal bitte. Nicht ganz so defensive Kombination. Alter, boah. Aber mega, ne? 625 Pferdchen hat er. Alles, was wir so können. Competition. Wir können leider das DSC nicht ausschalten bei dem Auto. Wieso nicht? Lass dich nicht verarschen. Okay, also das DSC geht aus. Ja, geht aus, ja. Okay, ist alles normal? Darf ich irgendwas nicht anfassen oder nicht zeigen? Alles gut. Das Auto haben wir ja schon vorgestellt, wir haben es ja im Hockenheim präsentiert. Das ist ein Serienauto, hat auch die Serienfreigabe, sonst dürftest du es nicht fahren. Okay. Also von dem her alles safe. Ah, sonst bräuchte ich so einen BMW-internen Führerschein, ne? Richtig. Okay. Genau. Eigentlich müssen wir noch mal ganz kurz hier durchlaufen, weil ich habe da was gesehen, was mich sehr stark interessiert. Und ich glaube, alle Jungs und Mädels, die da vor der Glotze sitzen, interessiert das auch. Du meinst wahrscheinlich nicht den Lagerfeld, sondern eher den CS, oder? Genau. Also das da ist der Lagerfeld. Hat tatsächlich Karl Lagerfeld nicht selber gefahren, glaube ich, sondern nur... Doch, da gibt es sogar zwei Autos davon. Eins hat er selber gefahren und eins steht bei uns. Okay. Voll also, von ihm individualisiert, außen, innen, alles Lagerfeld-Style. Das ist der Anfang von BMW Individual, oder? Richtig. Kann man das so sagen? Ja, genau. Also diese Lackierung finde ich schon sehr gewagt, aber passt zu Karl Lagerfeld. Dann ist der gestretched. Was ja, haben wir noch alles? Da musst du mal da reinschauen. In den Zeiten war nämlich ein Faxgerät noch modern, in der Mittelkonsole mit Fax und Autoradio und Klapptisch. Und Fernseher. Ich weiß nicht, sieht man das? Guck mal hier, dieses Schiff. Boah, dieses Leder ist ja schon krass, ne? Schick. So, was ich aber eigentlich mir angucken wollte, ist dieser Kollege da. Der ist gut, oder? Hau mal bitte ein paar Eckdaten raus. Also ich meine, die meisten wissen das natürlich alles schon, aber trotzdem wollen wir das noch einmal hören. Ja, der CS ist im Prinzip ein M4 Competition im knapperen Blechkleid. Also wir haben die gleiche Antriebstechnik drin, 450 PS. Wir bringen das Auto mit Handschaltung, mit unserem Differential. Dann haben wir die Sitze vom Competition M4 drin mit den Durchbrüchen. Wir haben Cesig-Bremsen als Option drinnen. Wir haben ein Alcantara-Lenkrad.
Also Alcantara-Lenkrad. Alles, was du brauchst. Mit diesen genialen, wie nennt man das, Lochungen oder was? Genau, ja. Perforierung. CS auch, die Perforierung hier. Sieht einfach mega aus, Leute. Das ist wahrscheinlich das knackigste und ehrlichste M-Auto, das wir zurzeit im Angebot haben. Und die Nachfrage ist riesig. Also da werden wir keinen Stress haben, das Ding zu verkaufen. Also er ist nicht limitiert, entnehme ich diese Aussage. Ja, er ist doch zeitlich limitiert. Doch, doch. Er müsste schnell sein. Ja? Mhm. Okay. Also M2 CS steht bei mir tatsächlich ganz groß auf der Wunschliste, ne? Wird auch wahrscheinlich mein nächstes Dienstfahrzeug nach dem X6M. Wir werden von dem M2 CS auch einen M2 CS Racing auf den Markt bringen. Den werden wir Mitte 20 zum ersten Mal an Kundenteams zeigen und 21 dann auch Rennen fahren. Und das wird dann unser Einstiegsrennwagen werden unterhalb des GT4s. Ah, GT4, ne? Den haben wir jetzt noch nicht gezeigt. Ich habe ihn aber natürlich schon gesehen. M4 GT4. Leider kein Kennzeichen, aber umso spaßiger. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe gar kein Problem damit, dass der kein Kennzeichen hat. Sollen wir schauen, ob der Schlüssel steckt? Ja, und dann? Willst du eine Runde fahren oder was? Ja, wir schauen mal, was passiert. Was kostet so ein Ding, weißt du das? Dieses Auto? Ja. Ungefähr 200.000 Euro bist du dabei. 200? Also mit allem drum und dran. Und dann kann ich da mit der Nordschleife fahren, ne? Da kannst du dann im GT4-Reglement Rennen fahren. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, da haben sie da noch was reingelegt. Speziell für dich. Was? Ein Geschenk oder was? Ja. Also, Merry Christmas 2019. Oh, guck mal hier. Das ist. Hallo Matthias. Nach Mia, Marina, Mr. Hi kommt Mai. Anschließend an das Pieps-Video aus Miramas und die Enthüllung in Hockenheim wünschen wir dir heute viel Spaß auf dem großen Preis von Langenbach. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ihr wisst noch gar nicht, was wir machen. Ne? Frohe Weihnachten, dein BMW M-Team. Vielen, vielen Dank. Sensationell. Also der große Preis von Langenbach erzähle ich gleich, wenn ich losgefahren bin. Es ist was von früher. Es ist meine Münchner Hausstrecke. Und genau, alles andere erzähle ich euch gleich. So, jetzt packe ich aber mal die Geschenke aus. Das ist sensationell. Ja, einmal Pulli. Drifting Home for Christmas. Alter, ich flipp aus. Wie genial ist das denn? Cooler Pulli. Tja, der Scheiß, gell? Der, also den ohne Scheiß, den ziehe ich heute an Weihnachten. Mhm. Ja? Coffee to Drift habe ich im Fünfer auch immer drin stehen, ehrlich gesagt. So. Ja, schon langsam wird aus dem Matthias ein Mensch. Passport, ja. Citizen of M-Town. Mega genial. Das ist eine Reisepasshülle, ne? Genau. Ich flippe aus. Ihr seid so geil. Es ist unscheiß. Ich hab wirklich. Bei der MGMBH, die sind so hemdsärmlich. Ne? Ich meine, du musst dir mal vorstellen, der Chef hält gerade die Kamera. Und logisch, für dich tun wir alles. Oh, ja. Und der Chef kommt runter, wenn ich mir so ein Auto abhole für einen Tag. Das ist wirklich krass. Ja, ich wollte ja noch in die Augen schauen, damit du das auch sicher wieder zurückbringst. Und sagen, Junge, bring das Auto wir bloß wissen, wo wieder. Du wohnst. Ja, genau. Dann werde ich jetzt mal in den X6M einsteigen und eine Runde drehen. Das machst. Und ihn heile wieder zurückbringen. Das wäre gut. Ja? Okay. Danke. Los bitte, los. So. Auspuff ist schon auf laut. Danke, Fabian. Bitte schön. Oh, Alter, das ist schon, ne? Erstmal warm fahren, Matthias, ne? So. Ich habe es eben gerade schon ganz kurz angeteasert. Wir fahren tatsächlich meine Hausstrecke Nummer 2, die Münchner Hausstrecke. Aus ganz frühen Zeiten. Ich habe ja bei Motorvision angefangen mit dem ganzen Fernseh- und Autokram. Wer das noch nicht weiß, der guckt sich einfach das Video an, wie ist Matthias Marmedi zu seinem Job gekommen. Und da ging es tatsächlich oft so, als Praktikant hat irgendwann der Chefredakteur gesagt, hör mal,
Jungs, wir haben da draußen 5 Autos, da müssen wir noch Testtelegramme drehen. Testtelegramm, kurzer Test, 3 Minuten lang im Fernsehen zu sehen, bei Sport 1 damals. Und da wurde ganz kurz abgerissen, was ist das für ein Auto, was kostet das, ist das schön, ist das schlecht, ist das gut, ist das böse. Und davon mussten wir 5 Stück an einem Tag drehen. Und dann haben wir uns quasi zusammengerottet und haben den Kameramann angerufen und haben gesagt, hör mal, Norbert, wir müssen Testtelegramme drehen, wo machen wir das denn am besten, weil der kannte sich gut aus. Da hat der Norbert gesagt, hör mal, da kommt ihr zu mir raus, Jungs. Und dann drehen wir 5 Testtelegramme an einem Tag. Wir drehen den großen Preis von Langenbach. Langenbach ist ein kleiner Ort bei Freising, Münchner Flughafen da draußen. Und da haben wir uns dann getroffen. Da hat er gesagt, hör mal, da können wir mittags schöne Leberkässemmel essen gehen. Ich mache euch noch eine Latte Macchiato und dann reißen wir die 5 Autos an einem Tag durch. Bombe! Dann sind wir da mit 5 Praktikanten und 5 neuen Autos rausgerutscht und haben tatsächlich dieses Ding an einem Tag durchgedreht, hatten einen super schönen Tag, haben eine Leberkässemmel gegessen und haben die Autos getestet und das hat einfach mega Bock gemacht. Und genau da fahren wir jetzt hin, weil Hausstrecke, ihr wisst es, das ist die Strecke, auf die dein Popometer quasi so geeicht ist. Und da kannst du genau feststellen, wie ist ein Auto beieinander, wie funktioniert es, wie macht es seinen Job, weil du kennst alle anderen Autos, die du auf deiner Hausstrecke schon gefahren bist, wie sie sich da verhalten. Und dann kannst du einordnen, wie verhält sich da in diesem Fall der BMW X6 M Competition dazu. So, jetzt müssen wir den M-Mode mal hier aktivieren. MDM Sport. Alter. Ich glaube das einfach nicht, ne? Ich glaube es einfach nicht. Oh, hier können wir jetzt mal, glaube ich, ein bisschen schneller fahren, oder? Okay. 3. Gang. 110, 20, 130, 140, 150, 160, 170, 180. 200, 210, 220, 230, 240. Alter Schwede, alter Schwede. Ich gehe ganz kurz so ein bisschen drüber, da haben wir die 260 drauf. Jetzt gehe ich in die Bremse. Alter, Alter, wie bremst dieses Auto? Das ist so genial gemacht, Leute. Ich habe jetzt gerade von 260 auf 110 runtergebremst. Das Auto hat nicht einen Schwänzler gemacht. Normalerweise schwänzeln diese Autos immer. 625 PS, 750 Newtonmeter Drehmoment. Das ist ein Vollgaspfund, dass alles zu spät ist. Diese 2,3 Tonnen, die hier in diesem Fahrzeug einfach anliegen, weil es ein großes SUV ist, das wird so krass wegdiskutiert, in Anführungszeichen, von diesem Fahrwerk, von diesem Motor, dass alles zu spät ist. Das geht so schnell hier, wie die Richtungswechsel von rechts nach links, das ist einfach nur brutal. Wie weich dieses Lederlenkrad ist. Also, wir haben hier 3 verschiedene Modi. Wir haben einmal Road, wir haben Sport, Fahrerassistenzsysteme inaktiv, Anzeigen fokussieren auf sportliches Fahren. Genau, geht hier auf Sport. Und jetzt muss ich für Track gedrückt halten. Fahrerassistenzsysteme nicht aktivierbar. iDrive-System im Ruhezustand nicht auf öffentlichen Straßen verwenden. Ist die Autobahn eine öffentliche Straße? Okay, M1 konfigurieren. M1 konfigurieren. Motor, Sport Plus, Getriebe, S3. Fahrwerk machen wir auf Sport, weil mehr macht keinen Sinn. Fahrwerk auf Sport Plus ist wirklich für Strecken gemacht wie Hockenheim. Ich habe viel mit den Ingenieuren gesprochen und die haben gesagt, wirklich, Nordschleife wird auf Sport gefahren. Da haben sie extrem viel Zeit in die Entwicklung gesteckt auf der Nordschleife und haben diesen Sportmodus extremst fein geschliffen. Und alle anderen natürlich auch fein geschliffen, aber Sport ist wirklich, das ist die Nordschleifeneinstellung. Und der Sport Plus ist tatsächlich wirklich nur für flache Rennstrecke, Hockenheim, Nürburgring Grand Prix Kurs, was auch immer. Lenkung, wisst ihr, habe ich gerne auf Komfort. Die Bremse, und das ist jetzt neu, die kann ich von Komfort auf Sport einstellen. Ich kann die Response von der Bremse verstellen, Leute. Das ist so sensationell. Ich gehe auf Sport, DSC, M Dynamic Mode, DSC off, MX Drive, 4WD Sport, Sound Control on. Wir haben in dem X6 M Competition Modell die Sportabgasanlage schon serienmäßig drin. Vielen Dank, liebe MG GmbH, dass ihr so drauf seid. Wenn du das Auto startest,
ganz normal, im Komfortmodus, egal, das Auto war abgeschlossen, hat die ganze Nacht da gestanden, du machst das Auto auf, du setzt dich rein, du startest es, dann ist der Auspuff auf laut. Und es ist explizit beschrieben, du kannst ihn auch leiser machen dann. Aber er startet immer auf laut. Und das finde ich so sensationell, weil das einfach zeigt, was da für ein Geist dahinter steckt in dieser MGMBH. Und das liebe ich einfach nur. M1 ist konfiguriert. Dann gehen wir mal auf M1. DSC off. Ja, das ist alles auf hart. Ich kenne das Auto ja aus Miramas. Ich weiß, wie knackig der ist, wie sportlich der ist, wie schön er Drifts wirklich zulässt und wie tight dieses Auto gemacht ist und wie wirklich krass, und das schreibt BMW auch ganz offiziell so, wie heftig der für die Rennstrecke gemacht ist. Und jetzt sitze ich hier auf der Autobahn mit 120 und alles ist total entspannt. Also diese Spreizung, es ist ja auch leise hier drin, ne? Ich habe keine Windgeräusche. Ich höre von den Abrollgeräuschen vom Auto höre ich fast gar nichts. Und die Dämpfung ist absolut entspannt. Und trotzdem hast du so ein krasses Messer unterm Hintern, dass alles zu spät ist. Und er hört dir aufs Wort. Alter. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Wie das Auto lenkt und wie das Auto wirklich auf deine Befehle, sei es Gaspedal, wir schalten mal kurz runter. Ein bisschen Drehzahl muss er natürlich haben, um Gaspedalreaktionen zu zeigen. Minimalste Verzögerung, ich will es gar nicht Verzögerung nennen, weil jeder normale Mensch, der hier drin sitzt, also wenn du aus einem GT3 RS umsteigst in das Auto, ja, dann ist das irgendwie, dann ist da eine minimale Verzögerung. Aber jeder Mensch, der von einem normalen Auto in dieses Auto einsteigt, denkt sich, Heidewitzka, Herr Kapitän, wie hängt dieses Auto am Gas? Wie geht dieses Auto? Wie bremst dieses Auto? Das Pedalgefühl ist verstellbar. Es ist ein Gedicht. Das ist ein, ich würde schon fast sagen, dass das ein SUV für das ist ein SUV für die Rennstrecke. Ich weiß noch, als diese SUVs rauskamen, das waren taumelnde Monster. Die sind so durch die Kurven gefahren, du kannst dir nur denken, so, oh Gott, hoffentlich werde ich diese Kurve überleben. Ja, und du hast sie dann meistens auch überlegt, weil die Fahrwerke schon damals okay waren. Aber heutzutage ist ein SUV ein wirklich krasses Messer, was das Kurvenfahren anbetrifft, was die Performance anbetrifft. Bremsweg, denken viele immer noch, oh, mit so einem großen, schweren Auto, da hast du immer so einen langen Bremsweg. 32 Meter, der hier. Von 100 bis 0, 32 Meter. Ich weiß noch, dass vor ein paar Jahren GT3 waren, glaube ich, 35 Meter oder 34 Meter. Und das war so eine Benchmark, da haben alle gesagt, was, 34 Meter? Oh, Alter, krass. Der hier geht in 32 Metern auf Null. Das ist echt heftig. Normalerweise ist der X6M auch der Competition abgeriegelt bei 250. Aber wir können natürlich mit dem Drivers Package auf 290 kommen. Der hier hat jetzt Winterreifen drauf, aber es ist mir egal. 240 dürfen wir fahren. 180, 190 und 200. 210, 220, 230. Und wieder runter auf 120. Habt ihr gesehen? Habt ihr das gemerkt? Also, das ABS war am absoluten... Nein, das war Sport. Das war Sport-ABS. Das war wirklich... Aber das Auto ist so brutal krass in der Spur geblieben. Normalerweise wirklich jedes Auto. Bei der feucht... Jetzt ist die Kamera kurz runtergefallen. Mache ich gleich wieder fest. Bei der Feuchtigkeit normalerweise ein Auto von 230 runterbremsen, dann macht das so. Das Heck kommt und alles tänzelt und macht und du musst mit der Lenkung korrigieren. Ich saß hier so, ihr habt es gesehen. Es hat sich nichts bewegt, aber auch gar nichts. Alter, was ist das für eine Hammerbremse? Also man hat ja mit so einem Auto immer... Alter, ist das genial. Man hat ja mit so einem Auto immer... wie der entgegenkommende Verkehr geguckt hat. Man hat ja mit so einem Auto eigentlich immer ein bisschen Schiss vielleicht, so im Hinterkopf. Denkt sich so, oh, wenn die Bude einmal am Rutschen ist, dann fängst du die nie wieder ein. Dieses Auto hier hat fast kein Untersteuern. Das Eigenlenkverhalten ist super neutral. Also das, was das Auto macht, wenn du nichts machst quasi. Und es ist so entspannt zu fahren, auch bei sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten. Und du hast immer so ein ganz neutrales
um die Kurve lenken. Wenn du einlenkst, kriegst du normalerweise bei anderen Autos so Untersteuern. Dann rutscht das Auto irgendwie so nach Kurven außen. Das willst du eigentlich überhaupt gar nicht. Der hier zieht eher nach innen, was daran liegt, weil er das Heck rauslässt. Der kann hinten an der Hinterachse, kann er quasi die Kraft voll variabel in Sekundenbruchteilen von rechts nach links verteilen und natürlich von vorne nach hinten auch. Und dieser Allradantrieb ist mittlerweile so genial geworden, dass er sich fast anfühlt wie ein Heckler. Aber es ist halt ein Allrad, du hast die zusätzliche Sicherheit und den zusätzlichen Speed. Wenn du aus der Kurve raus beschleunigst, hilft die Vorderachse halt mit und zieht dich mit raus und hinten drückt und vorne zieht. Und so kommst du so schnell wieder aus der Kurve raus, dass alles zu spät ist. Und das macht so eine Laune, wenn das Fahrverhalten gleichzeitig so neutral ist, wie das in diesem Auto der Fall ist. Das hier ist super sauber, vorhersehbar. Ich weiß, was der immer macht. Und es ist immer gut, was er macht, weil es immer neutral ist. Normalerweise wisst ihr ja, ich rede niemals über Farben und so, ne? Weil mir das nicht egal, aber fast egal ist. Aber in diesem Auto, außen Saphir Schwarz Metallic und innen dieses Orange, das heißt Orange. Es ist aber für mich ehrlich gesagt so ein saftiges Rot ist das eher. Ist jetzt nicht Aubergine, aber es ist schon rot. Und das sieht so fein und so schnieke aus, auch mit der Kontrastfarbe hier, mit dem gelochten Leder und dann das Stitching dazu in dieser Raute. Mein lieber Herr Gesangsverein, so könnte ich mir den auch für länger vorstellen, Markus. So, ab geht's auf die Hausstrecke. Also jetzt sind wir tatsächlich auf der Originalstrecke. Und ich kann nicht anders, Leute. Ich muss einmal richtig. Also hier haben wir die lange seitliche gedreht, da stand der Norbert da links und wir sind hier lang gebügelt. Das ist ja nicht mehr normal, wie schnell das hier geht. Und da kannst du dir wirklich hier lang donnern, in dieser leicht rechts gezogenen Geraden. Und hier ist jetzt die Schlüsselstelle. Das ist so ein Dreieck. Ja? Also ich kann hier rechts abbiegen, ich kann geradeaus fahren und vorne die Straße geht einmal so rum, ergibt ein Dreieck. Wir fahren das erstmal von da, das ist fies. Und dann steigen wir gleich einmal aus. Wow. Ist das schön! Das war die Schlüsselstelle, Leute. Dieses, du kommst aus der Kurve raus und dann bist du aber noch leicht in der Kurve am Ziel und dann macht es so wuh, wuh, wuh. Tim, du hörst zu, hoffe ich zumindest. Diese Stelle haben wir geliebt, weil das Auto richtig am Arbeiten ist und dann muss das Auto wirklich zeigen, was es drauf hat. Und das war jetzt tatsächlich mit dem XXM schön, weil er noch genügend Freiheit lässt, damit das Auto das Fahrwerk arbeiten kann und aber trotzdem natürlich ordentlich auch hart genug ist, damit er keine Scheiße macht und nicht auftaumelt und so, ne? Also es geht hier den Berg auf. Es geht hier den Berg hoch, dann kurz anbremsen, kleinen Gang runter, dann hier. Da kommt das Heck, weil natürlich die 625 PS und die 750 Newtonmeter tatsächlich heftigst drücken, und zwar an der Hinterachse. Und das hier ist wirklich eine Angstkurve. Die fällt ab und sie wird am Ende enger. Aber es ist wunderschön zu fahren. Alter, ist das schön für mich. Also ich hoffe, dass ihr das irgendwie auch so ein bisschen spürt, wie das ist, wenn man nach Hause kommt und auf seiner Heimstrecke Auto fahren kann. Das ist was sehr Besonderes. Hat man nicht alle Tage, auch das ist das Besondere daran. Hier mussten wir mal langsam fahren, in Hangenham. Jeder kann das gerne nachgoogeln, es ist wirklich so. Weil da wohnt ein Bauer, der ist immer nicht so gut auf Autos zu sprechen. Und dann, aber ab jetzt, kann man wieder das Pedal durchnageln. Alter, ist das brutal. Also das Auto liegt wirklich sensationell. Wir haben es auf der Autobahn, haben wir es gehabt. Das Auto liegt entspannt. Und es ist ausreichend Komfort und das meine ich wirklich ernst. Ich habe ja schon öfter mal gesagt, der M5, uiuiui, der ist wirklich auf Langstrecke. Das weiß man, dass das ein Competition ist, wenn du damit Langstrecke fährst. Der hier ist anders, der ist komfortabler, der ist weicher, aber er ist nicht weniger agil auf der Landstraße. Das finde ich immer wieder so faszinierend. Und ich denke so, ja, wie geht denn das eigentlich? So, kurz vor Rudelfing wenden wir. Weil in den Orten haben wir nie was gedreht, weil da muss man 30 oder 50 fahren, also das macht keinen Sinn. Und dann geht es die Strecke wieder zurück. So, jetzt kommt die Schlüsselkurve, wir fahren die noch einmal durch.
Das ist wirklich sensationell. Hier haben wir Drifts hingelegt vom Allerfeinsten. Mit dem M5 tatsächlich, mit dem 10-Zylinder. Boah. Ich war jetzt noch ein bisschen zögerlich, weil wenn du hier drehst mit dem Kameramann, dann steht natürlich vorne einer, hinten einer und guckt, dass kein Gegenverkehr kommt. Jetzt guckt das gerade keiner, deswegen bin ich hier ganz vorsichtig unterwegs und alles ist safe. Muss ich so machen, ich bin alleine unterwegs, ich kann da niemanden draußen hinstellen und sagen, hör mal, guck mal schön. Also wir fahren jetzt einmal noch zurück von Schmidthausen, da sind wir jetzt gerade, nach Hangenheim. Das ist eigentlich nur 1 Kilometer, aber da kann man so viele schöne Bilder machen. Da sind so viele verschiedene Kurven, so viele verschiedene Bodenbeläge, dass das so abwechslungsreich ist, dass das wirklich für dieses sensationelle Testtelegramm einfach reicht. Ab, ja. Heimstrecke. There's nothing like the Heimstrecke, Leute. Fahrzeug, Strecke. Wir gehen das einmal ab. Also, wir kommen von da hinten, ja. Kommen von da hinten, diese leichte Kurve, das ist eigentlich schon ein S. Dann geht das hier weiter und diese Kurve ist tatsächlich relativ steil und sie geht bergauf und dann geht das da hinten. Da hinten ist dann so eine Kuppe. Hier stand dann immer der Kameramann und hat das dann so über die Kuppe kommend so gesehen und dann so mitgeschwenkt. Wamm! Ja? Da geht er mal ganz kurz hoch. Ich liebe diese Strecke! Es ist so cool! Guck mal, und hier ist nämlich, das ist auch was ganz Wichtiges, das ist auch eine kleine Kuppe. Weißt du, wenn der Kameramann hier unten auf der Höhe ist, dann ist das eine Kuppe und du siehst das Auto so auftauchen, so über den Berg drüber kommen. Das ist auch immer sensationell. Hier, da hinten ist das wunderschöne Freising. Glaube ich zumindest da hinten. Und hier ist diese Bumpy Road. So ein bisschen meine Fernsehkindheit. Muss man schon so sagen. Weil das sind wirklich, hier habe ich meine ersten Beiträge gedreht. Und es hat sehr viel Spaß gemacht immer. Mit dem Norbert. Was sagt ihr optisch? Bitte rein in die Kommentare. Ich finde ihn ultra böse. Wirklich. Im Studio sah er schon mega aus, aber hier in der Wildlife, in der Wildnis, sieht er noch ein bisschen geiler aus. Ich liebe Autos, ne? Liebt ihr auch Autos so krass? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass ich das machen darf hier. Es kommt mir immer wieder so, denke ich mir, Alter, das ist ganz schön schön, dass du das alles so darfst. Boah, der riecht wie ein echter M, ne? Bremse ist warm, Reifen sind warm, Motor ist richtig durchgewärmt. Das duftet einfach so nach Auto, Leute. Endlich mal wieder ein richtiges Auto nach diesem ganzen Elektrokram. Hat der eigentlich eine Launch Control, sag mal? Launch Control aktiv. Boah! Boah! Ja, das waren 109 Stundenkilometer. Habt ihr meine Augen gesehen? Also habt ihr das gesehen in meinem Gesicht? Ich habe mich gefühlt, als wenn es so kühl macht. Alter, ist das sensationell? Ist das sensationell, wie dieses Ding geht, was das für einen Spaß macht? Und das Schöne ist, du drückst auf das Knöpfchen hier und alles ist wieder normal. Und jeder Mensch dieser Welt kann damit 5000 Kilometer am Stück Brötchen holen gehen und es passiert gar nichts. Wie wunderschön ist das bitte? Ah, ich muss jetzt einmal noch diese Sache ausprobieren hier. M2 konfigurieren. So, und jetzt ist hier der Punkt Bremse. Bremse auf Komfort. Okay, also fahren jetzt mal ganz normal. Also ganz normal gibt es hier nicht, aber okay, Bremse fühlt sich an wie bei jedem. Nicht wie bei jedem anderen Auto auch. Es ist ein schöner, sauberer Druckpunkt. Und es ist aber alles cool. Ja, so, jetzt ist die Bremse auf Sport. Sensationell. Das ist einfach noch besser. Alter. Das ist einfach noch ein bisschen definierter. Du brauchst ein bisschen höheren Pedaldruck. Und es ist einfach noch rennmäßiger. Was krass ist, weil wir sitzen in einem SUV, ja, was mega schnell ist, ist für die Rennstrecke gebaut. Aber das Thema SUV ist ja immer noch groß, Komfort, die lange Reise, ganze Family drin, geht alles.
Aber wir können auch Abstecher machen auf die Rennstrecke. Und zwar sehr spaßige und wo nichts die Grätsche macht, weil das hier ist ein M. Und was mir dieser Test jetzt gebracht hat, und ich hoffe euch auch, ist tatsächlich Miramas Rennstrecke. Ist immer so, okay, alles ist krass, alles ist super, das Wetter ist mega, aber das Ding muss sich im Alltag bewähren. Und genau das haben wir heute gemacht. Und deswegen bin ich BMW so dankbar, dass sie gesagt haben, ja, nee, Matthias, kannst du den nochmal mitnehmen? Du kannst das nochmal einordnen in deinen Alltag. Fazit, Leute, ich möchte gerne so einen haben. Und zwar als Competition. Lieber Herr Flasch, lieber Markus. So, jetzt machen wir eine kleine Retourkutsche, EQC. Achtung. Wie findest du Mercedes? Oh, die bauen ganz wunderbare Autos. Aber hier haben wir beide doch einfach die größte Freude am Fahren. Alter, was ist denn mit euch los? Ist das so ein kleines Battle oder was? Schatzi, bring dich nach Hause. Alles klar, es geht heimwärts. Das ist echt nett. Sehr süß. Hab euch lieb, danke fürs Zugucken. Tschüss, euer Mattes. Ciao.